Perfekt. War nicht so schlecht, oder? War gar nicht so schlecht. Yo, was geht ab, Leute? Willkommen in unserem Reich. Ich verspreche euch, sowas wie uns habt ihr noch nie gesehen. Hallo RTL 2, ich bin der Benjamin, 25. Ich bin die Anna, bin 22. Das ist unsere wunderschöne Amira, 8 Monate alt. Und wir sind perfekt für Frauentausch, weil wir einfach die geilsten sind. Wir sind wie eine Sechser im Lotto. Mit uns ist es wirklich einfach nie langweilig. Okay, ja, sie ist halt eher so, ja, die ruhige, so die ist immer nur am Schlafen eigentlich meistens. Ich bin immer voll Gas dabei. Was machst du an deinem Handy? Mit meiner Schwester schreiben. Sag mal her. Benny ist halt sehr eifersüchtig, wenn irgendwie jetzt ein Typ mir schreibt oder halt ich mit anderen Typen schreibe oder irgendwas. Okay, passt. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Coole Klamotten und der richtige Sound. Hier sind wir in der Küche. Am liebsten esse ich Fastfood. Chicken Nuggets, Chili Cheese Nuggets, Frühlingsrolle Mozzarella Sticks. Was ich nicht esse. Sie ist. Meine Figur achte. Genau. Ich nur Obst esse und Shakes mir mache. RTL 2, wir müssen zum Frauentausch. Und zack, schon seid ihr mittendrin im Experiment. Jetzt darf Benny aber erstmal chillig sein neues Zuhause inspizieren. Boah, böse. Hoffentlich ist er nicht der Tauschvater, Mann. Sein Bizeps ist so groß wie mein ganzer Kopf. Wenn es der Tauschpappe ist, mache ich keine Projekte. Das könnt ihr vergessen, der bringt mich um. Ich will nicht tanzen, so nicht. Dein neues Trainingsoutfit. Ich nicht für dich. Das ist ein Tanga. Ich will nicht tanzen. Scheiße, Mann. Um Gottes Willen. Aber ich werde das schon irgendwie rocken, das Ding. Okay, hier sind wir. Im Wohnzimmer. Deine Pool-Dance-Stange für die nächste Woche. Oh, fuck. Alter, wie soll denn das funktionieren, Mann? Das wird nix, Leute. Das wird nix. Hier darfst du dich nach dem Training ausruhen. Ey, Mann, nach dem Training ausruhen? Euer Mann, das Ding ist steinhart. Also Muskelkater, diese Couch. Nach dieser Woche, ich brauche einen Arzt. Hallo, ich bin der Servus. Daniel. Ich bin der Benny. Servus. Leck mich am Arsch. Junge, ist der breit. Boah, ich habe Angst bekommen. Ich dachte so, der zerfleischt mich in der Luft. Ja, ich war jetzt ziemlich überrascht, einen Tauschpapa zu sehen, ne? Statt einer Tauschmutter. Und der sieht jetzt nicht so nach Sport aus. Aber das werden wir die Woche schon beibringen. Du, wegen der Hose hier. Wenn ich die jetzt anhab, die Hose, kann man nicht irgendwie was machen. Du übernimmst ja quasi den Pole-Dance-Kurs von der Samira. Und das ist das Trainingsoutfit. Und da musst du dann leider rein, ne? Dieses Fitness-Jumping. Jumping-Fitness. Jumping-Fitness. Was ist das? Weil ich hab's noch nie gehört, das Wort. Auf dem Trampolin verschiedene Sprünge und Sprungtechniken. Und das ist auch ein Kurs von der Samira, den du leiten und moderieren wirst. Aber man zeigt mir schon vorher, welche Sprünge ich machen muss, oder? Also die Co-Trainerin wird dich bestimmt einweisen. Okay. Ich denke, es wird eine neue Erfahrung für ihn und auch recht lustig. Aber da muss er jetzt durch. Ja, guten Morgen. Morgen, Benny. Und? Hast du gut geschlafen? Ja, es geht. Die erste Nacht war ein bisschen ungewohnt. Guten Morgen. Bist du fertig fürs Training? Jetzt ein bisschen Cardio. Jetzt schon Training? Jetzt, ja. Wir gehen jetzt laufen. Ich dachte, wir tun dieses Frühstücken. Frühstück gibt es erst später. Vorher gehen wir jetzt mal laufen. Wir machen 40 Minuten Ausdauertraining. 40 Minuten gleich? Mhm. Shit. Können wir vorher Zähne putzen? Natürlich. Mach dich frisch. Ich brauche nur 2 Minuten. Okay. Na komm, dann auf geht's. Er röchelt da im Morgengrauen. Lauf, Jogger, lauf. Lauf, Jogger, lauf, Jogger, lauf, lauf, lauf. Ah. Locker, Jogger, locker, Jogger, lauf, lauf, lauf. Und wie geht's jetzt dabei? Ich bin völlig kaputt.
Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns, ne? Die Lungen voll mit Blei und der Lauf-Jogger-Lauf. Ich kann nicht mehr. Na komm, also jetzt musst du 20 Minuten durchhalten. Na komm, was ist denn los? Du musst schon mithalten. Und hat noch immer Atemnot. Lauf-Jogger-Lauf-Jogger-Lauf-Lauf. Schön locker-Jogger-Lauf. Na komm, was ist denn los? Ha? Wie lange sind wir jetzt gelaufen? Ja, die Hälfte ungefähr, 20 Minuten. 20 Minuten, ich kann nicht mehr. Ich sag mal, ich denke 40 Kilo mehr ungefähr wie er. Also ein normaler Mensch hätte besser mithalten müssen zumindest. Ne? Wie sieht's aus? Mach mal die andere Hälfte auch noch oder willst du abbrechen? Ach scheiße, komm, wir ziehen das jetzt noch durch. Ich will nicht als Pussy dastehen. Ja, super Einstellung, komm, auf. Haben wir fast geschafft. Ja, die letzten 10 Minuten fehlen noch, aber es war ja schon mal ein Anfang jetzt. Besser wie gar nicht, also besser wie... Ist ja schon mal ein Anfang. Okay, gehen wir rein, oder? Ja. Machen wir langsam ein Frühstück. Schau mal, ich habe hier was für dich. Ist dein Trainingsoutfit? Nein. Doch. Ja, dann schauen wir jetzt mal rein und dann siehst du schon, was dich erwartet. Okay, ja, schauen wir mal rein. Mir geht's gerade nicht so gut, weil ich habe am ganzen Körper Muskelkater und Schocken. Und jetzt gleich schon wieder Fitnesssport. Und der Hose zufolge bin ich ganz starke Vermutung, dass jetzt dieses Pole Dance kommt. Oh. Hallo. Hallo. Hi. So, hier gibt's mir da sonst Kurse. Hi, Sophia. Hallo. Sophia. Der Benni. Hi. Ich bringe heute irgendwas an der Stange bei. Hast du Sportsachen dabei? Ja. Ja. Dann viel Spaß. Ich mache jetzt mein Training und lasse euch allein. Okay, bis nachher. Pole Dance ist Samiras Leidenschaft und Samira kann man nicht ersetzen. Aber ich denke, er wird es versuchen. Und ich denke, es wird eine neue Erfahrung für ihn und auch recht lustig im Allgemeinen. Hey! Sportlich, okay. Sportlich! Boah, das war mir sowas von peinlich, da reinzugehen. Da dachte ich, shit. Weil die haben da schon so gekichert. Vor allem, da war kein einziger Mann, da waren nur Frauen. Dann würde ich sagen, fange ich mit dir ein bisschen mal an mit so ein paar Grundübungen, die gar nicht schwer sind. Okay. Erste Figur, der Feuerwehrmann. Du machst einen Schritt, ja. Ja. Holst Schwung, ja. Gehst mit deinem äußeren Bein an die Stange und drehst dich. Okay? Okay, sieht ja nicht ganz leicht aus. Perfekt. War nicht so schlecht, oder? War gar nicht so schlecht. Aber du sollst nicht dran hüpfen an die Stange. Das äußere Bein ist zuerst an der Stange. Mhm. Nicht hüpfen. Wird. Probier nochmal. Nicht hüpfen. Nein. Der Feuerwehrmann, der war eigentlich gar nicht so leicht, wie er aussah. Wie dieser Muskelkater, du hast eh überall schon Schmerz im ganzen Körper und musst ihn noch hochziehen. Das war schon eine harte Nummer. Okay, nächste Übung. Nächste Übung ist Titanic. Gehst mit deinem Spann an die Stange, mhm. Und hältst dich mit deinen Oberschenkeln. Das sieht echt leicht aus. Okay. Das tut ganz schön weh. Die Samira ist echt heftig. Huch. Ach, das geht nicht. Okay, und jetzt? Machen wir erstmal beide zusammen, dass du weißt. Beide zusammen. Dass du beide nicht vergisst. Okay. Also erst den Feuerwehrmann und dann die Titanic. Okay. Nein, das gibt's doch nicht.
zack. Und dann hier oben am besten. Komm, ich probier's jetzt einfach mal. Mhm. Ja, fast. War aber gut, super. Dann machst du die Titanic noch mal. Super. Na, geht doch. Super. Also, ich kann euch schon mal für die Zukunft sagen, es ist keine gute Übung für Männer. Es kriegen andere Männer auch hin. Es ist nur Übungssache. Holzregeländerung. Und zwar, ich möchte meiner Freundin einen Heiratsantrag machen bei der Aussprache. Und da ich sowas noch nie gemacht habe, würde ich dich hier bitten, dass du mir dabei vielleicht hilfst. Okay, was hast du denn geplant? Also habe ich mir belegt, dass ich halt zum Beispiel sage, so. Warte, was sag ich denn? Dass wir ja gute Zeiten hatten. Warte, und was? Ich habe doch schon geübt, so ein bisschen, was ich sag. Und dass ich mir mit keiner anderen Frau solche Zeiten vorstellen könnte. Ja, ich würde mal auf den Punkt kommen, ne? Aber ob sie mir eine Frau werden will dann. Was? Und ob sie mir eine Frau werden will dann. Und wie willst du sie fragen? Das weiß ich eben nicht. Und da bräuchte ich halt deine Hilfe. Na gut, dann überlegen wir uns mal was, ne? Ja, das wäre gut. Ich wünsche mir halt Hilfe bei dem Heiratsantrag, da ich eben auch nicht der Romantiker bin. Und halt sowas jetzt wie Antrag ist schon eine Nummer zu hoch für mich eigentlich. Wie möchtest du jetzt anfangen? Also am besten würde ich anfangen, auf die Knie zu gehen. Ja. Okay. Dann, dann ihre Hand zu nehmen. Mhm. Sie hast du eigentlich schon einen Ring? Nein. Wie willst du einen Antrag ohne Ring machen? Ach, geht doch ohne Ring. Dann fangst du an mit, hey Schatz, oder? Ja, ich weiß nicht, oder? Nee, konzentriere dich auch mal auf die Frage, ne? Willst du meine Frau werden? Genau. Ich brauche eigentlich Hilfe bei dem, nicht bei dem Sagen, sondern bei dem, wie ich es machen soll. Weil auf die Knie gehen, ihre Hand nehmen, das so runter zu sagen, das ist ja nichts Besonderes. Und eine Frau will ja einen besonderen Antrag haben. Das ist halt das Schwierige. Also im Endeffekt will ich halt, dass du mir hilfst, einen Antrag zu machen, der wofür sie unvergesslich ist. Da fallen mir selber schon tausend Sachen ein, wie ich es mache. Ja, dann mach das doch einfach, ne? Eigentlich hätte ich die Regeländerung gar nicht gebraucht, weil ich habe jetzt gerade einen bombastischen Einfall, wirklich. Man nimmt Teelichter, Kerzen, also Rosenblätter, macht ein schönes Herz, so, ich liebe dich. Dann tust du ihre Augen verbinden, tust die dorthin stellen zum Beispiel, machst die Augen auf, gehst auf die Knie, sagst es und ich finde sowas ist schön und unvergesslich. Wofür hast du mich denn dann überhaupt gebraucht? Ich weiß es auch nicht. Hm. Okay. Na, dann gehe ich jetzt und bereite das mal ein bisschen vor. Tu das. Hey, Benny, kannst du fangen? Ja, ich kann fangen. Sesam, öffne dich. Da sind Fotos drin. Und das war's. Fotos von meiner Freundin. Mhm. Gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich check gerade den Sinn der Bilder nicht. Frag doch mal Daniel. Vielleicht kann der dir ja auf die Sprünge helfen. Ja, hol mir Daniel mal dazu. Daniel! Kannst du dich mal kurz dazusetzen? Ich habe mal eine Frage. Du kennst Samira am besten. Okay. Die hat mir jetzt solche Bilder geschickt von meiner Freundin. Mhm. Und jetzt weiß ich halt irgendwie nicht, was sie damit irgendwie bezwecken will, was sie mir damit sagen will. Okay. Das sind doch coole Fotos. Ja, das schon, aber ich habe gedacht, ich will irgendwas damit bezwecken oder so. Wegen den Posen auch. Ich weiß nicht, wie ist denn euer Verhältnis zueinander? Ja, schon gut, aber ich habe halt noch nie so Bilder gesehen von dir. Ja, und findest du es jetzt gut oder schlecht? Ungewohnt. Wenn ich mich mal einmischen darf, hat es vielleicht etwas mit deiner Eifersucht zu tun, Benny? Kann es sein, dass du da mal eifersüchtig bist bei sowas? Ja, schon, ja. Ja, warum sagst du das nicht gleich? Was bringt denn solche Bilder? Die machen mich jetzt nicht eifersüchtig. Na, freue ich doch einfach, dass dir deine Freundin und Samira die Fotos geschickt hat. Ja, ich freue mich sehr, ich vermisse sie auch total. Na dann. Was geht ab, liebes Tagebuch?
Ja, jetzt sind die Tage hier auch zu Ende. Ja, ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt. Bin total kaputt, habe überall Muskelkater. Liebes Tagebuch. Peace! Au. Hallo. Hi, ich bin die Samira. Hallo. Ja, Danny, hallo. Ich bin die Anna. Daniel. Na, wie war deine Woche bei mir zu Hause? Oh, sehr anstrengend. Ja? Und sehr hart. Wie haben dir denn so die verschiedenen Sportsachen gefallen? Also das ist erstmal der erste Morgen gleich mit Joggen. Da habe ich mir echt gedacht, oh Gott, die Hölle. Ich bin völlig kaputt. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns, ne? Ja, war schon hart. Wie war es bei dir die Woche? Ja, ganz anders wie mein normaler Alltag, ne? Also ja, ich habe die Aufgaben komplett durchgezogen. Wie fandest du denn mein Paket, was ich dir geschickt habe? Ich habe irgendwie nicht so ganz gecheckt, was so der Sinn der Sache war. Okay, also die Anna hat mir erzählt, dass du relativ eifersüchtig bist. Und das Sinn der Sache war, dass du sexy Fotos von deiner Freundin bekommst und dich darüber freuen solltest. Und du sie nicht kritisch wegen deiner Eifersucht betrachtest, weil sie ja doch relativ leicht bekleidet war. Von den Bildern selber bin ich jetzt nicht eifersüchtig gewesen. Yeah. Aber würde ich jetzt solche Bilder ins Netz stellen, würde ich jetzt nicht wollen. Das ist normal, da kann man drüber reden, aber das mit dem Handy und mit so Kontrollzwang und sowas, ich meine, das ist ja zum einen für die Anna nicht schön, aber zum anderen muss das ja auch für dich wahnsinnig belastend sein, wenn du da den Druck hast, jeden Tag irgendwie schauen zu müssen und so. Vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen an eurer zwischenmenschlichen Beziehung arbeiten und mehr miteinander kommunizieren, anstatt euch zu kontrollieren. Meinst du, ihr kriegt das hin? Ja, das kriegen wir hin. Okay. Ich habe dir ja auch ein Paket geschickt. Ja. Und wie hast du darauf reagiert? Ja, neben dir sitzt ja jetzt auch das vollständig gestylte Paket. Ja, das hast du gut gemacht. Was hat's mit dem Paket auf sich? Also warum musste ich mich umziehen jetzt und das ganze Paket hin und her? Was hat es damit zu tun? Ja, ich hatte dir was vor, aber das sag ich dann zu Hause. Okay. Was das genau war. Okay. Wie? Was ist das denn jetzt? Hast du plötzlich kalte Füße bekommen? Ja, ich habe mir noch mal überlegt, so die letzte Zeit und bin zu dem Schluss gekommen, dass so ein Heiratsantrag was Besonderes sein sollte. Und deswegen möchte ich meiner Freundin schon wieder einen richtig schönen Antrag machen, einen unvergesslichen. Und das sollte auch eher so eine Zweisamkeit sein, so eher privat. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, Dankeschön, alles gell? Liebe. Danke. Anna, dir auch. Dir auch, alles Drück Liebe. Drück dir Amira von dir. Alles Gute. Danke. Mich auch gefreut, ciao. Tschüss. Endlich ist es soweit. Nach, im wahrsten Sinne des Wortes, viel Schweiß und Muskelkater, darf Benny wieder nach Hause. Doch war da nicht noch so eine klitzekleine Kleinigkeit? Schatz, was war das denn vorher bei der Aussprache mit dem Paket? Würde mich sehr interessieren. Ja, ich hatte eigentlich vor, dir einen Heiratsantrag zu machen. Echt jetzt? Ja, aber dann habe ich mir noch mal so überlegt und dann dachte ich mir so, erstens wollte ich es nicht so machen vor Samira und Daniel. Das war so auch privat und ich habe mir gedacht, ich will vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen, weißt du? Okay, süß. Das ist ja süß von dir. Das spielt gerade alles verrückt. Also, ich weiß auch gerade nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich auch glücklich bin und so. Und ich halt weiß, dass er mir irgendwann mal einen richtigen Heiratsantrag machen wird. Und darauf bin ich gespannt und freue mich schon riesig.